Hallo, ihr seid zu Gast. Hallo, willkommen bei... Es nimmt auf, ne? Oh, shit. Ja, falsch. Wie du sagst, Fragen, ne? Was sind derzeitige... Okay. Das ist viel zu viel gesellschaftlich hier gerade. Und distanziert. Nah und distanziert. Der Podcast rund um kritische soziale Arbeit. Wir sprechen mit Sozialarbeitenden über ihre persönlichen Erfahrungen, gesellschaftliche Zustände und ihre politischen Forderungen. Was bedeutet die aktuelle Situation für Sozialarbeitende und alle, die mit ihnen zu tun haben? Wie können sie politisch Einfluss nehmen, während soziale Ungleichheit in der Pandemie fortläuft und sich gar verstärkt? So sind Frauen stärker denn je häuslicher Gewalt ausgesetzt. Wohnungslosen fehlt der Zugang zu gemeinnützigen Tafeln, medizinischer Versorgung und Unterkünften. Während Geflüchtete unter widrigsten Bedingungen in Lagern unter Massenquarantäne gestellt werden oder weiterhin Abschiebungen befürchten müssen. Wir vier Podcastende haben zusammen soziale Arbeit studiert. Jetzt sind wir alle mit unterschiedlichen Dingen beschäftigt, die nicht unbedingt zu den klassischen Berufen der sozialen Arbeit zählen. Und doch verbindet uns das Interesse, verschiedene Fragen nachzugehen. Wie sehen die Arbeitsbedingungen der sozialen Arbeit aus? Was sind derzeitige Konflikte, Herausforderungen, aber auch Chancen? Welche politischen Forderungen ergeben sich daraus? Über welches Wissen und welche Erfahrungen verfügen Sozialarbeitende? Die aktuelle Krise zu begreifen und neue Strategien für gesellschaftliche Sorgearbeit zu entwickeln. Wir möchten durch Gespräche versuchen, gesellschaftliche Zustände und Prozesse abzubilden und kritische Perspektiven aufzuzeigen. Denn soziale Arbeit verstehen wir erst persönlich und politisch. Kommt rum, kommt vorbei, schaltet ein, verfolgt uns auf Insta und Twitter. Nah und distanziert. Nah und distanziert.